Tag 322. Das Programm. So, hat einen starken Einfluss auf Sie. Zugeben, Sie sollten weder ein eigenes Bewusstsein entwickeln, noch Ihr Aussehen verändern. Aber alles in allem zeigt das auch, wie wertvoll Sie als Gefäß ist. Gefäß? Endlich ist es soweit. Zeig, sind die Geräte bereit? Alle drei werden in wenigen Tagen betriebsbereit sein. Geräte? Gut. Was willst du mit Roxas anfangen? Beide sind mit Sora verbunden. Aber wir brauchen nur einen von ihnen unter unserer Kontrolle. Lass Shio und Roxas ganze Kraft nehmen. Oder lass ihn zuerst vernichten und alles zurückholen. Das ist mir egal. So oder so werden Soas Kräfte uns gehören. Das klingt ein bisschen crazy. Und Soa kriegt davon nichts mit. Hust. Neuer Eintrag in Roxas Tagebuch. Na dann gleich mal lesen. Und was hier in der Story abgeht, bei der Organisation, ist auch schon langsam lustig. Ich bin so müde. Spüre meinen Körper gar nicht mehr richtig. Die Träume werden immer seltsamer. Jetzt wache ich mit Wasser auf den Wangen auf. Keine Ahnung, wo es herkommt. Aber mit mir muss etwas nicht stimmen. Mit Wasser auf der Wange? Hier ist jemand mit dem Kübel reingekommen? Heute war ich mit Shin unterwegs. Ihr geht es viel besser als mir. Wir haben seit langem mal wieder zusammen Eis gegessen. Eis. Eis, 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 Eis. Ich kau mal in den Wäldern, die ich frei habe, hier kurz Ether rein. Oder High Ether. Damit kann ich schön viel mehr zaubern. Es wird gezaubert und High Ether habe ich eh so viel. Warum also nicht verbraten? So. Das dürfte reichen. 137 Angriff habe ich. Läuft. Hey Shion, das geht ab. Bitte sehr vorsichtig, Roxas. Hier, das ist für dich. Oh, hier gerade etwas Gratis, ein Elixierrezept. Cool, komm, Muggel. Text weg. Danke sehr. Mach mir bitte einen Elixier-Kupo. Hier ist nichts im Kopf, nett, nett. Mach mir doch ein Elixier. Oh, da kann ich ja Baba. Wuhu! Elixiere sind auf jeden Fall besser als wie diese High-Ether-Zeugs. So, Arerora könnte ich auch machen, aber ich habe kein Geld mehr! Ich habe kein Geld mehr! Ah, das ist nicht so toll. Ich brauche nämlich 30.000 für eine Waffe. Moment, kann ich was verkaufen, ja? Ein Haufen Potions. Ether brauche ich auch nicht mehr. Das ist irgendwie so... Wie viel bringt ein Elixier? 1.000? Oh, das ist gar nicht mal so übel. Ja, eins kann ich mal verkaufen. Brauchst du nicht so viel Allheilmittel? Oh, okay, das gibt man nicht. Das brauche ich sowieso nie, ein Allheilmittel. Und sonst, lass mal sehen... Feuer vielleicht? Okay, bringt fast nichts. Ja. Und hier kann ich irgendwie nichts verkaufen, weil ich alles ausgerüstet habe. Wow! So viel. Ah, die alten Waffen kann ich verkaufen. Die bringen auch einiges Geld, also warum nicht? Jupp. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Money. Der weiße Regen. Puh, wer braucht den schon? Ich habe einen Vollring zu verkaufen. Was soll das denn? Die ganzen Rezepte kann ich auch verkaufen. Aber die behalte ich mal. Und auch die ganzen... Oh, Komponenten. Das ist cool. So, jetzt kann ich aber schmieden, glaube ich. Ne? Jetzt habe ich wieder ein bisschen Money. So, ein Arerora. Und daraus mache ich gleich Arerora. Brauche ich auf jeden Fall immer und immer wieder. So, schön wieder Geld gekriegt. Habe ich den Vollring nicht ausgerüstet oder warum kann ich den verkaufen? Lass mal kurz sehen. So viel Zeit muss sein. Oh, ich habe wirklich nicht ausgerüstet. Ups! Schnell wieder rein damit. Ich will 22% Schutz vor jedem Element. Ja, das ist nämlich nett. So, Vollring wieder reingetan. Jetzt kannst du uns gehen. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Geld. Bisschen. Hey! Was hilft dir, Glück, wenn du keine Zeit hast, es zu gießen? Mach eine Pause!
Oder besser, wie wär's mit dem Spielchen? Die Regeln sind simpel. Du gehst los, sammelst alle Schätze in Mission 82 und kommst zurück, ja? Weiß ich nicht, ob ich das habe. Okay, habe ich nicht. Ich muss noch 5 finden. What? Okay, wenn du meinst. Ich schiere nicht hübsch, das Geschick des Enkels. Aber Vorsicht, Mädchen im Alter haben viele Gesichter. Wie meint er das? Ja. Herr Axel, hey, Hals- und Beinbruch. Lieber nicht. Hier sind deine Mission. Brech auf, sobald du bereit bist. Suche Xaldin, huch! Und sammle Embleme in Nimmerland. Naja, darauf habe ich jetzt keine Lust. Suche Xaldin im Schloss des Biestes. Das ist das erste Mal, dass wir ein Organisationsmitglied suchen müssen. Oh. Na dann, auf die Suche! Die Musik ist hier so geil. Okay, Xaldin, wo bist du? Xaldin! 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 Okay, so, das muss ich random. Es gibt 8 Schatzkisten in dieser Mission. Na dann, wollte ich mal loslegen. Und die normalen Schatzluke sind auch vom Dienst los. Hier, woo! Die Musik hier richtig geil. So, Kiste auf und dafür gibt's ein weiteres Aerogar-Rezept. Wo könnte Xaldin sein? Da heißt es überall suchen. Boah, das war schön kritischer Schaden vorhin. Hoch. Ein Energietech plus plus. Ja, warum nicht? Kann man immer gebrauchen. Ups, nochmal. Ein Energietech plus. Ja, tschüss. Und der nächste Hund. Weißt du was? Ich mache hier mal Blitzra! Woo! Schöner Grundschaden auf alles daneben. Yo! So muss sein. Meine Güte, wie viele Hunde sind denn hier? Hat jemand einen Hund rausgelassen? Lass die Hunde los! Was? Ups, und tschüss! Oh, es gibt hier viele Energietechs. Das schauen wir hier auch mal ein. Dann heißt das zweite auf die Suche. Das waren ganz schön viele Hunde, meine Güte. Okay, hier scheint da auch nicht so zu sein. Einfach mal durchfliegen, ich will nämlich nur die Schatzkiste hier haben. Die Gigaschatz-Durchs können mich mal. Oh, ein Heiter. Warum nicht? Tschüss, ich verzieh mich. Ja, ja, ich verzieh mich, habe ich gesagt. Tschüss. Nur ganz normale Herzlose. Die bringen vielleicht ein bisschen Geld, aber Geldprobleme dürfe ich jetzt keine haben, nachdem ich alle meine Allheilmittel verkauft habe. Hust! Überall suchen. Ich weiß gar nicht mehr, wo er war, also. Nicht wundern, wenn ich wirklich überall suche. Hey, ein Eiswürfel! Heute nicht mit Cola, sondern mit Fanta? Natürlich. Oh, und Cyanidkristall. Ja, ich habe so viel Energie nicht erhalten, da kann ich das schon mal raushauen. Was hat man davon, wenn man eine Zusatzrucksacktasche keinen Platz hat? Dann hat man viel zu viele Schätze mitzunehmen. Au. Eiswürfel, du wolltest das einfrieren. Gibst du, gibst du. Gibst du! Bams. So, zuerst schaue ich mal in den Ballsaal, ob er dort ist. So. Lass mal sehen. Nee, aber es ist jemand anders hier. Er ist in letzter Zeit nicht mehr er selbst. Was wohl passiert ist? Ich soll dir anfragen, was sie glauben. Das Biest verhält sich seltsam? Wo habe ich bloß das Gefühl, dass Xaldin etwas damit zu tun hat? Das Gefühl werde ich auch nicht los, Roxas. Große Eiswürfel gibt es hier, aber keine Schatzkiste. Genau das wollte ich wissen, wer eine Schatzkiste ist. Nein, ist nicht. Da fliege ich mal weg. Tschüss! Es gibt weitere Möglichkeiten, wo Xaldin ist. Ich habe da so eine Idee. Schau mal in den Westflügel. Und ja, ich weiß, dass das der Westflügel ist, weil ich habe das Schöne und das Biest geschaut. Mehr als einmal. Oh yeah. Das weiß man doch, wenn man das geschaut hat. Xaldin! Oh, da drüben ein Pyrokristall, den will ich natürlich haben. Wups!
Ich sollte wieder mal die Zusatzrucksacktasche reinnehmen. Ich habe keinen Platz dafür. Oh! Ist nicht Xalden, glaube ich. Nein, das ist ein Blitzspeer. Blitzelementarer Speer. Dann komm her! Haha! Wow! Das war ein schöner Combo-Block. Wow! Ganz nochmal an. Und er macht. Oh, er hat mich getroffen. Dafür gibt's aber ein Limit vom Dienst. Da hat mein Schutzengel ausgelöst. Dreist. Dafür habe ich auch schön reingehauen. So, weil der Blitzspeer heißt, glaube ich mal, dass er Blitzimmunität hat, der Gute. Okay, Aero bringt auch nichts, sehe ich gerade. Ein bisschen Heilung dürfte schon sein. Yeah! Achso, man darf ihn nicht berühren, während er sich auflädt. Das macht Schaden. Was ist dreist? Vielleicht ein bisschen Eis? Oh, Eiska macht wirklich einiges an Schaden. Mahlzeit. Yep. Meine Güte, was hältst du dort? Aber schwer ist er nicht. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen. Meine Heilung ist gar nicht so schlecht. Mehr. Hau so richtig rein, Roxas. Ich will den Blitzspeer nicht mehr sehen. Du brauchst da ganz mit. Ein bisschen Vita vielleicht. Und... Achso, ja, springen. Oh, weg da! Okay, bis jetzt habe ich es nicht geschafft, das auszuweichen, das Springen. Das ist möglich ist. Also zu blocken ist es auf jeden Fall nicht möglich. Vielleicht ausweichen jetzt. Aua! Auch nicht! Okay, man kann es nicht ausweichen, man kann es nicht blocken. Das ist dreist. Soll ihn nicht berühren, wenn er sich auflädt. Das macht nämlich Schaden. Oh, sogar noch im Nachhinein macht es Schaden. Das ist fies. Das ist mein Gegner, Leute. Okay, Blitzer will nichts bringen, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Limit sollte immer gehen. Ja, boah, das war knapp. Er fickt seinen Donnerkristall. Oh, den will ich haben. Okay, ich benutze dafür ein High-Enter. Hier. Zack! Und was ist hier drin? Die schlagen. Ein Elixier. Elixier. Jetzt hat keinen Platz mehr. Ich brauche Zusatztaschen unbedingt. Puh, aber trotzdem, dieser Kampf, der war nicht ohne. Meine Güte. Man kann seinen Sprung nicht ausweichen, nicht blocken. Und man kann ihm auch nicht entgehen, indem man wegfliegt. Das war schon etwas dreist. Ah, hier sind Klappersoldaten. Ich lasse euch klappern, meine Freunde. Ja, ich verzieh mich. Soll sie euch herumklappern. Okay, hier war es halt auch nicht. Vielleicht durch diese Tür. Die große Tür da. Xalden! Oh! Hat jemand die Hunde wieder losgelassen? Loslassen! Also ich kann jetzt untersuchen, wenn die weg sind. Das wird Spaß. Hau ab! Das wird lustig. Ich will Limit. Danke. Mach ihn fertig, Roxas! Diesen Hund! Zum Glück macht er nicht viel Schaden. Zum Glück. Oh, Diamant. Ja, kann ich jetzt nicht mehr tragen. Ich weiß nicht, was ich dafür hergeben soll. Und hier gibt es eine Kiste mit. Lass uns suchen. Elixier. Oh, gibt einiges an Elixiere. Gefällt mir. Schau mal durch die Tür.
Hallo! Zaldin schien besonders interessiert an dem Biss zu sein. Vielleicht ist sie ja drinnen. Nein, das glaube ich nicht. Er muss gelogen haben. Bell soll mich verraten? Er sagte, sie würde mir ihm alles nehmen. Das ist unmöglich, ich vertraue ihr! Wer ist er? Xaldin? Hört sich an, als hätte Xaldin Kontakt aufgenommen. Dann ist er vielleicht noch irgendwo im Schloss. Die Frage ist nur, wo? Super, jetzt darf ich auch noch suchen gehen. Wo ist Xalde? Hallo, ihr bösen Hunde. Ich fliege einfach mal an euch vorbei. Kann es sein, dass man das erst auslösen muss und dann ihn erst finden kann, ja? Alles untersuchen, auch diese Tür hier. Okay, hier scheint nichts zu sein. Vielleicht doch im Ostflügel. Mal schauen. Ich werde ihn sicher irgendwann mal finden. Irgendwann mal schauen. Da, 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 da. Zahlen! Nicht, dass er währenddessen zurückkehrt, wenn ich ihn suche. Das wäre auch irgendwie crazy. Der Herr ist nicht ganz auf der Höhe, Lumiere. Weißt du weshalb? Nein, keine Ahnung. Da fällt mir ein, Madame Bodin meint es etwas von einem Fremden im Schloss. Ein Fremder, sagst du? Ja, ein Mann in schwarzem Mantel mit schwarzen Haaren. Und du vermutest, er hat unseren Herrn verärgert? Das würde niemand wagen. Eine Möglichkeit besteht. Wir sollten uns im Schloss mal nach ihm umsehen. Ja, die suchen ihn auch. Das hört sich nach Xaldin an. Schwarze Haare? Yep, das müsste sein. Er könnte doch irgendwas sein. Ich sollte weitersuchen. Ich frage es nur, wo? So, Lumet und die von Unru sind beide weg. Ja, die suchen auch nach Xaldin. Meine Güte. Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Das wäre nett. Okay, Dreifeldwebel ist doch etwas krass. Ja, ist nicht schlimm. So erhalte ich meinen Schutzengel zurück. Und meine volle Limitleiste. So, Blitzra! Ihr drei! Ihr bekommt jetzt eine schöne Rache von mir! Wuppa, wuppa! Die drehen sich auch noch so schnell, die drei. Nicht zu unterschätzen. Ein bisschen Magie muss auch sein. Also Blitzra ist hier sehr gut, weil es alle trifft in der Umgebung. Zumindest solange Blitzra aktiv ist. Leider dauert es sehr kurz. Jetzt bist nur noch du da. Ein Feldbaby sollte kein Problem sein. Ei, ei, zack, map. So muss das sein. Puh. So, Kiste auf und da ist ein weiteres Elixier drin. Aber leider kann ich nicht aufmachen. Okay, hinter dieser Tür scheint nichts zu sein. Wo ist der Xaldin? Ich war jetzt schon überall. Ernsthaft, ich war jetzt überall. Kann sein, dass ich das erst wirklich auslösen muss und dann erst wieder überall suchen. Oh, das ist so... No. Ich glaube, ihr versteht mich, Leute. Es ist so... Oh. Nervig. Ich fliege einfach mal durch. Vielleicht hinter einer der Türen hier unten. Stimmt, habe ich noch nicht geschaut. Als erstmal die Klappersoldaten hier wegwerfen. Und ein bisschen Eisgamal. BAMS! Eisgamal ist auch eine Zeitbombe, wenn es eine bestimmte Zeit von den Gegnern nicht berührt wird. Eine richtig geile Zeitbombe. Okay, hier ist nix. Auch nicht. Somit ist Eisgeiler der besseren Zauber.
Auch wenn es ein bisschen zeitversetzt ist. Man muss sich halt dran gewöhnen. Okay, jetzt gehen wir langsam die Ideen aus, wo Xaldin sein könnte. Vielleicht Omega? Ah! Woher habe ich das gewusst? Xaldin! Ich wollte schon das ganze Schloch umkrempeln. Roxas, was machst du hier? Du bist von der letzten Mission nicht zurückgekehrt. Ich wollte dich zurückholen. Wie oft eigentlich? Ey, das war mein Job. Was hat dich hier so lange aufgehalten? Ich treffe nur ein paar Vorbereitungen. Vorbereitungen? Wofür? Es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Bald wird es hier richtig interessant. Hat er deshalb Kontakt zum Beast aufgenommen? Eine Schande, dass du so viel Zeit vergeudet hast. Wir kehren unverzüglich zurück. Ja, finde ich auch schade. Das waren 20 Minuten fast. So, Xaldin gefunden. Und jetzt kann ich auch zurück. Woo! Mission abgeschlossen. Los geht's. Rückkehr ist erlaubt. Ah, ich esse mit. Ist leider kein Eis. Und ein Level Up wieder mal. Huh! Und ein Orichalcum. Oh, cool. Das brauche ich sowieso für die Omega-Waffe und die Ultima. Aber Ultima will ich nicht haben. Das war mir... Das ist einfach nicht gut. Bis zum nächsten Part, Leute.